Das war wohl nix. Was zur Hölle? Ende der Matrix. Danny? Danny. Oh. Danny, wo bist du? What the hell? Ah, jetzt sind wir auf Europa. FBI, open up! Toffelino. Er kocht Reis. Es gibt Reis, Baby. Ja, von wegen open 24/7. Und jetzt bist du in Dannys Erinnerungen. Sie ist die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt, freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Ist das was? Also wenn das die Zukunft der E-Bikes ist, dann lass mal stecken, ne? Moin. Ja, die Erinnerung von Dani, ne? Vom, wie sag mal? Vom Vorspann. Prolog. Tun wir mal so, als wären wir gebildet und nennen es Prolog. Oh, die Spieluhr. Jack in the Box. Die hat doch alles ausgelöst. So wie das aussah. Na, du bist gerade gesprungen. Tron. Ja, genau, so ein Tron-Bike. Oh, da ist er. Nein. Lass mich los! Fantastic Max. Was redest du? Der sagt doch gar nichts. Siehst du das? Ah. Was hast du da? Was wir hier haben, geht uns nichts an. Komm jetzt. Oh, der hat uns selbst schon gefunden. Ach, wart. Das ist der Prolog. Unsere Schuld. Lilly! Ja, Maske runter. Oh nein! Nein, nein! Nein! Doch. Nein. Doch. Ich wollte dich beschützen. Das hast du nicht verdient. Europa war kein Terroranschlag. Sie haben das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Iron testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen können. Hab's aber nicht. Hätte, Fahrradkette. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Ja. Frage mich auch. Jacob, was ist los mit dir? Hey, komm schon. Ich kann nicht. Doch, kannst du. Ist fast geschafft. Nein, ich kann es fühlen. Hören. Im Kopf. Okay, du bleibst hier. Erfährt sie jetzt etwa durch den Konnektor, was er getan hat? Lass ihn für seine Taten büßen. Oh, ja. Wird sie unser Endgegner? Fragen über Fragen. Lauf, Forest, lauf. Ich finde die Beleuchtung ziemlich geil, ne? Das mag ich.
Sowas hat auch JP Performance in der Werkstatt. Jetzt auch Monte in seiner neuen Streaming-Halle. UJC-Doc zu ihren Diensten. Finde ich schon schön. Oh, weg. Oh, jetzt müssen wir uns fett ausrüsten. 2000. Okay, okay. Halt, und wir haben kein Health Pack. Pass auf, dann nehmen wir uns jetzt einfach alles Mögliche an Health Pack, was wir kriegen können. Aber gibt es diese Art von Blöcken schon ewig? Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber es sieht mega geil aus. Gerade beim JP in der Werkstatt, wenn sich das dann so im Lack spiegelt. Das sieht so geil aus, ne? Richtig schön. Noch eins. Qualitätsprüfung bestätigt. Noch eins oder nicht? Platz haben wir noch, ne? Komm, pack ein, pack ein. Es ist 10 Uhr, Mann. Wir wollen das schaffen jetzt. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Jo. Ah, guck an. Der neue Superheld. Michel, der 10 Uhr Mann. Ja, genau. Wie bei Fallout, die Minuteman. Bin ich halt die. Der 10 O'Clock Man. Alter, habe ich das vorher gewusst, dass hier so viel Zeug rumliegt, ne? Dann hätte ich jetzt. Oh, das Licht ging an. Dann hätte ich das jetzt nicht kaufen brauchen. Na, egal. Brauchen wir bestimmt noch. Und noch eins. Wenn hier so viele Gasflaschen liegen, ne? Und so viel. Medizin. Ist ja wohl klar, was gleich passiert, ne? Der kommt gleich und wir müssen rückwärts zurück. Das lese ich gerne. Inventar voll. Liegt so viel Zeug rum, ne? Das kann ja jetzt nur der letzte Fight sein. Hallo? Okay. Selbst hier ist noch was. So. Nur geht's nicht weiter. Müssen wir wieder zurück. Oder habe ich wieder irgendwo eine Leiter übersehen? Das sieht auch aus, als könnte man da rein. Nein. Oha. Dann ist es vielleicht doch die Lady. Oder gleich kommt, hm? Nichts übersehen, oder? Nee. Ah, guck mal hier. Sie haben den Grün bedacht. Es geht zu viel. Es wäre riskanter, nicht zu handeln. Besonders da die Gemeinsamkeit endlich in greifbarer Nähe ist. Oh. Und. Wie gerufen. Da ist er ja. Der Überlebende. Der Überlebende. So die Tat.
hier, Solitar. Wo ist der Alpha? Geben Sie mir das verdammte Gegengift! Ich lasse Sie nicht sterben! Ihre Freundin? Ich habe Sie beobachtet. Sie und Ihre sogenannte Freundin. Sie sind nicht so unschuldig, wie Sie sagen. Sie haben gezeigt, dass Sie zu allem bereit sind, um Ihr Überleben zu sichern. Der Überlebende. Ich bin halt nett. Und was ist mit Ihnen, ha? Leuten beim Sterben zusehen? Ist das Ihr Protokoll? Nein. Sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Ein Bauchredner. Die Zukunft liegt im All. Unser Schicksal. Doch für das All sind wir nicht geschaffen. Wisst ihr, was Weltraumkopfhörer auf Englisch heißt? Hält uns zurück. Alphons. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Mein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende? Oh nein, da ist er. Mr. Force Unleashed. Oh, bisschen gewachsen. Zieh einer an. 5, 2, 1. Was, ich sollte dir danken. Kannst mich auch Jacob nennen. Doch nun weiß ich. Es ist ein Geschenk. Auch so ein cooler englischer Name ist Just In. Was du geworden hat mir die Augen geöffnet, mir meine Bestimmung gezeigt. Und nun zeig ich sie dir. Aha. Oh, renn doch nicht so, Alter. Oh. Aufhören. Du willst von einem Tag davon laufen! Hey. Ich finde dich, egal wo du dich versteckst! Ich versteck mich doch gar nicht! Haha. Alter. Was soll jetzt gemeinsame Sache mit dem Geschwachsmann, Otto? Oh, lass mich doch wegrennen! Niemand wird dich retten! Keiner trägt mir! Du entkommst mir nicht! Ich habe alle geschlagen. Jetzt kommt sie und rettet mich. Was passiert mit mir? Oh nein. Are you kidding me? Sympathisches Kerlchen. Mit Händen als Finger. Alles hat seinen Preis. Aha. Ja. Jetzt würde ich gerne ein Health Pack nehmen, wenn es okay ist. Hihi, verarscht. Ah, ne, ist immer noch drin. Oh, und rennen kann auch. Nein. Oh, und Säure spucken. Bist du des Wahnsinns? Wow. Komm doch. Oh. Oh shit. Okay.
Weiter, 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 weiter. Ich höre ihn. Alter. Okay, blöde Position für mich. Muss ich darüber. Ich muss irgendwo hängen geblieben an der Wand. Ich brauche eine Position, wo ich Energie nehmen kann. Ich wusste es. Ich habe es an den Schritten schon gehört. Verdammt. Hörst du auf? Vielleicht muss es riskieren. Wow. Wenn es so weitergeht, ist ja in Ordnung. Wow, das war Glück eben. Oh nee. Die scheiß explodierenden Viecher. Alter. Oh, Munition wird auch knapp. Ja, ich hör dich. Lass mich. Oh, komm. Wow. Okay, jetzt will er doch ein bisschen schneller rennen. Alter. Geh weg. Alter. Oh, leck mich doch. Wieso lasst das funktionieren? Okay, ich probiere mal was. Yo. Ich wollte euch ja nur die Animation zeigen. Eieieiei. Der ist fies. Toll. Komm schnell. Alter Schwede. Wo? Da! Oh Gott! Hör auf! Ich habe auch Gefühle. Okay, anfangs funktioniert das wohl hier mit dem Rennen und Springen. Aber irgendwann wieder schneller.
Oh Gott, Alter! Hab ich mich erschrocken. Hey, hey, hey. Lass mich. Oh. Oh, bin ich mir gerade vor die Füße gesprungen? Ja, verdammt. Weiter. Wo geht's hier? Hier. Hä? Ich habe gerade die Waffe gewechselt. So, jetzt. Meine Güte. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Der rennt so schnell, ne? Ja, ja, ja. Zu spät gesehen, das Vieh. Schade, ich hätte fast die Munition da mitnehmen können. Schnell, gib mir was, gib mir was. Halt die Klappe. Ach, Scheiße. Nehmen wir lieber den Revolver. Weg! Digga! Ja, ich muss es riskieren. Boah! Alter, der ist doch genau hinter mir. So ein Dickschädel. Oh Mann. Weg. Gibt's doch gar nicht. Ich kann auch beim Rennen nicht die Waffe wechseln, weil da muss ich vom
Bewegen-Knopf runter. Ja, gib's mir. Jetzt wird's knapp mit Munition. Was haben wir sonst noch? So, nimm mal die. Oh, halt. Die haben wir wieder. Oh, wow, wow, Alter. Die Geräusche müsstet ihr hören. Da kriegt man so Schiss. Nee. Alles klar, Mia. Schlaf gut. Oh. Gott, Alter. Was zum Fick war das denn gerade? Halt durch, Danny. Sie denken, sie können uns besiegen. Ferris war schwach. Keine gute Hülle. Ferris MC. Die Probe ist der Schlüssel zu einem uralten Traum. Das nennt man nicht verlieren, Mr. Lee, sondern Fortschritt. Und sie gehört mir. Nein, das glaube ich nicht. Danke, danke, Knete. Bitte, jetzt ist nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Lassen Sie die Probe hier und gehen Sie. War mehr Eine Glück als Verstand. Um sie zu dem Leben zurückzubringen, das sie einmal hatten. Sie und ich, wir können beide haben, was wir wollen. Also, Mr. Lee, was wollen Sie? Ich sage Ihnen, was ich will. Ich will meine Schwester. Arschloch! Ah. Ein tapferer Versuch. Aber Sie wissen doch mittlerweile sicher, ich verliere nie. Doch, diesmal schon. Oh, jetzt wird sie so ein Vieh. Genau, geschafft ist geschafft. Wie ist egal. Alles nur da für hast du recht. Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Auf Nimmerwiedersehen, Miss Nakam. Und Mr. Lee. Hoffentlich hat es Ihnen in Black Iron gefallen. Ja, war schön. Gerne wieder. Komm schon, die Kapseln sind hier lang. Was machst du? Lauf! Alter. Oh. Der hat von alleine geschlagen. Das sollte ja wohl so geskriptet sein, dass da nichts passiert, hä? Fast geschafft! Ich sehe die Kapsel! Die da? Sie bleibt da? Okay. Das ist nur eine. Schnick, schnack, schnuck. Alter. Achso, jo. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Sie hat den Impfstoff. Ja, früher nicht! Jetzt schon! Was willst du damit sagen? Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Tu das nicht! Tu das nicht. Geiler Kamerawinkel. Coole Idee. Beendet.
Transfer verlief in beide Richtungen. Er lernte mehr über mich und ich über ihn. Im Eifer des Gefechts bemerkte ich nicht, dass er mir auch die Beweise beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. So ein Held. Wollte er das wieder gut machen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Ich dachte, es ist vorbei. Jacob, vielleicht können wir doch entkommen. Ja, klar. Aber oh, morgen bin ich müde auf der Arbeit. 100%. Ah, Cliffhanger für Teil 2.